Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flife. Ja, unbeachtet vom Titel fängt es kurz beim Assisten an, denn der ist Level 60 geworden und ich glaube sogar schon vor einer ziemlich langen Zeit. Ich habe voll vergessen darauf zu achten, ehrlich gesagt. Also nicht eine sehr lange Zeit, aber ich glaube kurz nach dem Level Up von 68 oder so. Also jetzt die ganzen letzten 30%, wo ich gelevelt habe mit dem Elementor, war der halt schon die ganze Zeit 60, ist mir vorhin mal aufgefallen. Weil ich habe mir auch so gedacht, hä, müsste ich nicht auch irgendwann mal wieder eine Jobquest machen irgendwie oder so? Und dann ist mir auch aufgefallen, ja moin, der ist ja auch schon lange 60. Ja, nice, wir haben es auch gedroppt. Wäre jetzt richtig bitter gewesen, wenn ich jetzt nochmal hätte machen müssen, weil ihr könnt ja nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat. Ich habe aber glücklicherweise sowohl G-Knuckle als auch G-Stick gedroppt. Von daher war das jetzt eh nicht so ein Act. Den G-Knuckle werde ich jetzt verkaufen, weil ich wollte mir dafür auf jeden Fall noch aufheben für die Jobquest. Und ja, genau, ging jetzt auf jeden Fall trotzdem relativ schnell und ich dachte mir, wir questen heute allgemein mal, weil deshalb, da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht, dass wir eigentlich auch mal weiter questen könnten, wenn ich mal keine Party gefunden habe. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe jetzt eine Woche lang, also nicht mehr so aktiv drauf gespielt, jetzt erst seit ein paar Tagen wieder, zumindest eingeloggt mal wieder, immer wieder. Wieder. Und ja, hab mir halt auch gedacht, ja, ich habe halt ungefähr die Hälfte vergessen von den Sachen, die ich ursprünglich hier noch machen wollte. Aber ja, egal. Ich wollte euch auf jeden Fall die ganze Jobquest ersparen, weil ich meine, das ist gefühlt der 50. RM, den ich mir in einem Video hochziehe. Auf so ziemlich jedem Server habe ich meine RM gemacht, also auf jedem Server, weil, ja, ich brauche ja einen und mit jedem neuen Char eigentlich auch einen. Also, das, ja, denke ich mal verständlich. Wir kaufen uns jetzt nur kurz Poster. Und können halt noch kurz Products gehen. Bei AOE ist halt zum Beispiel sowas wie HC komplett useless, also das braucht man eigentlich gar nicht skillen. Weil es braucht glaube ich eh nur einen Skillpunkt, gell? Ja, eben. Na ja, gut, kann man schon skillen. Aber ja, an sich eigentlich komplett useless, gell? Weil wir... bringt dir ja nichts. Also kannst du nur einen Mob HC und dementsprechend. Also dem, wenn ich AOE, dann kann ich ganz sicher nichts noch hier nebenbei mit meinem anderen Char machen. Die Frage ist halt jetzt, lohnt es sich irgendwas hochzuleveln? Also ich würde sagen, Cats Reflex machen wir noch Max. Das ist das Einzige, wo uns noch wirklich was bringt. Nahkampfabwehr. Was kann ich, plus 12%, glaube ich. Oh, jetzt kommt das Flyfissen. Sind es 12%? Ich glaube schon. Ja, sehr schön. Wenigstens das weiß ich. Ziehen wir noch hier runter. Dann haben wir jetzt HP, Block, Speed und Int. Ja, Heap-Up bringt uns nichts. Accuracy bringt uns nichts. Gut, Cannonball, ja, 20 Decks, es gibt auch nochmal 1% Blockrad gefühlte. Aber das ist eigentlich auch useless. Da habe ich mir die Skillpunkte, glaube ich, lieber auf für SF und GT. Auch wenn uns das eigentlich auch kaum was bringt. Aber mehr ist Decks zumindest, denke ich mal. Also dann können wir es ja später immer noch skillen. Wenn man jetzt wirklich meint, okay, 1% Blockrad, 20 Decks machen den Unterschied. Ja gut, tatsächlich muss ich jetzt mal kurz cutten. Oder wobei hat der Darkon... Ah, der hat dich ans Mineblinks. Ja, sehr schön. Ja, dann brauche ich doch nicht cutten. Dann können wir jetzt nur kurz switchen. Und dann machen wir den Quests weiter. Party-Chit zu. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch großartig Prozente gibt. Aber so lange war es ja eigentlich gar nicht her, genau. Also ich glaube, vor Level 65 haben wir das letzte Mal gequestet, oder? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, ich habe schon wieder Hero Zero gelesen. Ach, Junge. Wer das nicht weiß, es gibt so ein Browser-Game Hero Zero, ich spiele es tatsächlich immer noch. Habe ich früher auch Videos von gemacht, nicht mal so wenig, glaube ich insgesamt 130 Stück. Ab und zu mache ich auch noch mal eins, ein kleines Update-Video. Und ja, war ich gerade voll, bin ich schon wieder drauf reingefallen. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich bei der Quest bin, fahre ich da drauf rein und lese Hero Zero. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Questen nicht ganz unwichtig. Auf Level 70 gibt es die nächste fette Quest mit 50%. Lol, habt ihr gerade gesehen, wie der NPC da gespawnt ist? Das ist... Ja, also, ja, auf jeden Fall auf Level 70 die nächste Quest, die Clockbox-Quest, 50% Instant, also 75 schaffen wir schon relativ schnell. Aber was ich gerade sagen wollte, ich weiß nicht, was los ist, mein scheiß Internet ist in den letzten Tagen komplett komisch. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, jetzt die letzten Tage. Es wird halt auch immer schlimmer gefühlt, also ich kann kein Spiel mehr spielen, ohne High Ping zu haben. Oder, naja, das Ding ist nicht, ich habe kein High Ping, ich habe halt... Also der schwankt halt zwischen 30 und 60 und ich meine 60 ist jetzt kein High-Ping, also ich meine es gibt Leute, die spielen permanent mit 60er Ping. Früher hatte ich auch immer so 40, jetzt habe ich habe eine 100k Leitung und habe durchschnittlich einen 30er Ping, also der ist ja auch nicht mal wirklich heftig, für eine 100k Leitung zumindest nicht. Captain Steamwalker muss man töten, hat uns der Assist jetzt gleich mal gefunden. Ja, auf jeden Fall 30er Ping ist ja auch nicht so heftig, aber das Ding ist halt nicht, der Ping ist nicht so hoch, aber ich habe überall in jedem Game jetzt Lags und ich weiß nicht, woran es liegt, weil, gut, okay, zugegeben, gestern, also bis heute Mittag besser gesagt, war ich im falschen WLAN drin, weil wir haben zwei WLAN-Netze und das eine hat aus irgendeinem Grund übelst die Lags und das andere nicht, aber
Das habe ich davor geschaut, da war ich nicht drin. Aber ich habe mir heute gedacht, weil bei uns, bei dem anderen WLAN ist dann immer nur zwei Balken da oder so. Also Signalstärke ist trotzdem gut und weiß ich nicht, ich keine Ahnung warum. Ja, frag dich. Auf jeden Fall war ich da halt heute Mittag drin, aber da war ich halt gestern nicht drin, weil was halt sehr auffällt, ist, dass du eben nur zwei Balken hast. Also wenn du unten den WLAN-Button hast, siehst, also bei mir zumindest ist er immer eingeblendet, damit du halt auch immer sofort siehst, ob WLAN weg ist oder nicht, wenn man lag sind und sowas. Hallo, ich habe jetzt 6 mal Windfeed hier drin. Ja, wobei passt sein, da kann ich alle gleichzeitig töten. Nice, wow. Stimmt. Und haben wir ihn? Nein. Doch, nice. Genau, und ja, da war ich halt aber nur heute drin und nicht eben die letzten Tage, weil wie gesagt, durch die Balken fällt es halt auch sofort auf, wenn du drin bist. Und ich dachte mir heute schon so, hey, nur zwei Balken, das kann doch gar nicht sein. Und dann nach einer halben Stunde, das habe ich mir auch gedacht, hey, das kann nicht stimmen. Und dann habe ich draufgeklickt und gesehen, ich bin aus irgendeinem Grund im anderen WLAN drin. Aber wie gesagt, das war die letzten Tage nicht. Und ja, keine Ahnung, was da los ist. Wenn es schlimmer wird oder wenn es nicht mehr weggeht, ein, zwei Tage warte ich noch. Da muss man da vielleicht mal was machen. Aber ab und zu, ich meine, wenn einfach nur das Netz gerade schlecht ist oder so, oder die Telekom wieder irgendwo was Neues rangebaut hat oder was weiß ich was, oder in der Umgebung gerade einfach Störungen sind, weil irgendein Mast umgekippt ist und Scheiß, was weiß ich. Kann ja schon mal vorkommen, aber ja, auf jeden Fall kotzt es mich übelst an. Ich kann halt fast nichts mehr anderes spielen außer Flife. Und selbst bei Flife kotzt es übelst an. Das ist noch ein Grund, warum ich jetzt eigentlich ungern leveln würde. Eben deswegen, weil ich übelst Schiss vor Portbugs habe, weil wenn wir jetzt wieder zu Bogetis gehen, also ich werde schon noch leveln, das jetzt nicht, aber zumindest für heute Abend werde ich noch ausweichen quasi, weil, ja, ich meine, das ist jetzt schon scheiße, wenn du genau weißt, dass du Lags hast. Ich meine, dann gehe ich nicht zu Yetis und AOE da, oder? Also, zumindest kleine AOEs kann man ja schon machen. Ich meine, ich sterbe ja nicht sofort. Ich bin ja trotzdem jetzt mittlerweile relativ tanky, sage ich mal. Aber ja, es ist halt einfach, keine Ahnung, es ist halt schon scheiße. Also vor allem, das, was halt am meisten aufregt, ist, dass es halt einfach von jetzt auf gleich ist und dann halt einfach nicht mehr weggeht. Das kotzt halt am meisten. Aber so ist es ja immer, weil ich meine, man kann wenig vom Internet beeinflussen, also von der eigenen Signalstärke und so. Aber egal. Genau, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, jemand hat beim letzten Video in Sauna einen Kommentar geschrieben, der mich wirklich, wenn man das so sagen kann, No Cup of Pride, berührt hat, ja. Ihr habt ihn wahrscheinlich alle gelesen, der hat auch einige Upvotes und ja, habe ich auf jeden Fall gelesen und der hat halt quasi technisch gesehen einfach nur gesagt, wenn ich mich zu gestresst fühle oder halt einfach keine Zeit habe, keine Lust oder sonst was oder einfach nichts habe zum Zeigen, einfach um mal kein Video zu machen, weil ich ja eh jeden Tag ein Video mache, weil ich mich ja quasi, ja, wobei, eigentlich kann ich hier auch AOE. Ich vergesse immer, dass ich jetzt AOE bin. Also bei den Quests haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, noch nie AOE. Oder bei den richtigen Quests zumindest nicht. Kann man die uns hier alle mal zusammennehmen. Das Ding ist halt, dass ich halt selber, also ich meine, ich mache ja nur jeden Tag ein Video, weil ich es selber machen will. Also ich meine, mich zwingt keiner dazu und es hat auch noch nie jemand kommentiert. Also es hat noch nie früher jemand gesagt, als ich es vielleicht noch nicht gemacht habe, ich soll jeden Tag ein Video machen. Das mache ich halt einfach, weil ich es halt selber finde. Oh, nice, der Giant ist da. Wir sind auch in einer guten Party. Muss ich nur mal fragen, ob er Skills dann machen kann. Sehr schön, dann kann man den auch gleich noch killen. Ja, ich habe mir das halt quasi selbst auferlegt und will es aber halt auch erfüllen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es halt sage, ja, alles scheiße, jeden Tag ein Video, das schafft kein Mensch oder ist mir zu stressig. Sondern es ist halt einfach, es ging halt wirklich eigentlich hauptsächlich wirklich nur darum, wenn ich mal nicht da bin, dann kommt halt nichts. Und das ist halt jetzt, wie gesagt, das ist jetzt beschlossene Sache. Also wenn ich mal nicht da bin und hab, dann komm sau spät heim und hab einfach nichts, dann kommt halt auch einfach nichts. Oh, nice, hat er ja gemacht, sehr schön. Ja gut, gegen den sollte man vielleicht nicht mit Winfield kämpfen, weil das ist, glaube ich, ziemlich dämlich. Ja komm, der macht uns, glaube ich, eh nicht mehr so viel Schaden, oder? Poison Rain. Oh, Poison Cloud, habe ich doch gesagt. Ach, fuck. Erstmal noch das Burning Field. Alter, macht der uns wenig Schaden, das ist so nice. Jetzt fühle ich mich zum ersten Mal, glaube ich, seit ich den Char spiele, wie ein Tank. Wenn uns ein Giant, gut, okay, drei Level unter und so, trotzdem, der macht uns nur 100 Schaden. Das ist das erste Mal, dass ich mich wie ein Tank fühle. Oh, hä? Hey, what the f... Ach! Die... Ach, stimmt, die geht ja nicht im Action-Slot, die Cloud, gell? Stimmt. Das war auch der Grund, warum ich sie, glaube ich, bisher noch nicht einmal richtig benutzt habe. Oder probieren wir es nochmal. Vielleicht habe ich auch irgendwas gedrückt, aber ich glaube, das war der Skill, der nicht in der... Ah ja, weil die einen Cooldown hat, gell? Genau. Ja, stimmt. Das ist scheiße. Voll vergessen. Das ist halt auch so behindert. Warum? Ah, Junge. Da
benutzen wir den Basic Wasser Skill oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube schon, ja. Ja, sorry, das habe ich voll vergessen. Mann, oh Mann, oh Mann. Weil ich die nur ganz am Anfang benutzt habe, bei Garbage Spider, ist ja mittlerweile schon fast 3 Wochen her, glaube ich. Da habe ich mir voll ausgeblendet, dass das ja gar nicht geht. Allgemein habe ich schon wieder voll vergessen, dass es überhaupt Skills mit Cooldown gibt. Aber gut. Ja, gut, das sieht doch schon wesentlich besser aus hier. Jetzt geht's zack, zack, zack. Aber da soll ich vielleicht Windfield auch mal wegnehmen. Da oben ist einmal Springwater. So, jetzt will ich den G-Knuckle hier sehen. Oder eine GX oder ein G-Bow. Ich weiß gar nicht, was am wertvollsten ist. Also auf Morano sowieso nicht, aber auch auf Devos wüsste ich es jetzt gerade nicht. Ich bin nicht so im G-Waffen-Business drin, wenn ich ehrlich sein soll. Ich würde einfach mal schätzen, G-Bow ist tatsächlich das. Also G-Bow war eigentlich bisher immer das teuerste und wird es wahrscheinlich immer noch sein. Einfach nur, weil der gefühlt hat. Also ich finde persönlich auch von den Waffen her ist G-Bow, glaube ich, das Beste, weil er schon am meisten die gleichen Werte bringt wie die ganzen High-Tier-Waffen. Also Lutzakas und aufwärts, der ist halt schon sehr nah daran angelehnt. Und ich finde G-Knuckle, GX und G-Sword sowieso, weil die ja sowieso so komische Effekte haben. Also das eine bringt mehr Crit-Damage, das andere mehr Crit-Rate. Also klugerweise sollte man eh beides tragen, weil nur eins von beiden, zweimal, da hast du halt von einem viel, aber von einem, vom anderen gar nichts, also Crit-Damage und Crit-Rate. Also zumindest am Anfang, wenn man noch ein schlechtes Equip hat, da ist es klüger, man trägt beides, weil man dann eben mehr Crit-Rate und mehr Crit-Damage bekommt und nicht nur von einem sehr viel. Aber ich finde G-Bow ist von den Waffen her am ausgeglichensten. Gut, G-Knuckle ist glaube ich ähnlich, aber ich glaube G-Bow ist overall trotzdem die beste G-Waffe, einfach nur so von den Effekten her. Also ist wahrscheinlich nicht sehr viel besser als die anderen, aber ich gefühlt ist es besser. Ja, und das teuerste war es auch schon immer. Genau. Aber ja, hoffentlich droppen wir überhaupt was. Hoffentlich schaffen wir das jetzt noch in einer Minute, sonst muss jetzt extra nochmal wegen mir hier Skills angemacht werden. Er hat zumindest keine Dauer-Skills, er hat noch 600 Punkte, also es ist 22 Uhr, da kann er schon ein paar Skills anmachen. Ne, ist der Spaß, das ist eine Party, seine 600 Punkte, da kann er machen mit was er will. Jo. Aber gut, können wir jetzt auch, wobei eigentlich könnten wir auch noch kurz schauen, sollen wir noch schauen, ob Giant Driller da ist? Was ist der für ein Element? Ich glaube, blitzen die nicht, oder? Die normalen Driller. Ach du Scheiße, das sind die Erde oder Blitz? Erde. Ah ne, die normalen sind Blitz, hat schon gekostet. Ne, Giant Driller ist Blitz. Und? Ja, ja lol, ich bin voll von meinem Ranger gewöhnt, ich habe mich schon gewundert, hey, warum hat der uns noch zweimal Pena gedroppt? Ja, feels bad, man, kein Glocker vorne am Start. Damn. Aber sogar noch ein Ampere gedroppt. Genau, Questies müssten wir eigentlich auch mal wieder farmen. Bombtimers, aber die sind noch. Naja, die können noch warten, bis wir bei den AOE gehen können. Weil das auch so behindert wird, wenn die Viecher fooden. Müssen wir jetzt ins Mois gehen. Genau, die nächsten Questies haben wir auch schon auf 69, können wir wieder abgeben. Ja, es dürfte jetzt eigentlich, vorausgesetzt, ich level jetzt an den Wochenenden wieder. So wie morgen dann im Stream. Sollte das eigentlich passen, also vorausgesetzt, morgen kommt ein Stream, aber ich wüsste jetzt zumindest noch nicht, was dazwischen kommen sollte. Genau. Also, ja, stimmt, kann ich ja eh mal sagen, was sehe ich morgen. Also heute besser gesagt, wenn ihr das Video seht, heute. Seht, nicht sieht. Oben drauf ist er auch manchmal noch, aber eigentlich kann der Giant hier überall sein. Ja, ich glaube, er ist nicht da. Genau, also heute Stream zwischen 19 und... Ja, spätestens 22 Uhr, also sollte es 22 Uhr werden, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr anfangen. Oh, er ist doch da. Also Blitz, also brauchen wir Stein. Wir haben ja schon gemerkt, die Stein-AOE ist ziemlich wack, da benutzt man den Steinspeer. Und vorher tun wir aber noch einen Electric Shock drauf. Ja, ich kann sogar noch die... Ach, ich Idiot, ja. Damn it. Ja, so viel mit Skills arbeiten, das überfordert mich immer noch. Bin es einfach nicht gewöhnt. Einmal reicht und dann Stone Spear. Der Skillpunkt haben wir eigentlich noch 70. 71. Ja, das wird auf jeden Fall nicht für alle Skills reichen, die wir auf Level 70 skillen können. Aber die Level 70er werde ich eh nicht maxen, oder? Sind die besser? Ist die Frage, ne? Moment mal, von einem gibt es ja dann keinen mehr, gell? Warte mal. Das hier ist Blizzard. Also Eis, also Wasser. Achso, müsst ihr euch auch noch was da drin? Ups, da. Das ist Blizzard, das ist Wind. Das ist Erde, Sandsturm. Das ist Feuer, das heißt es gibt keinen Blitz und kein... Ne, es gibt nur keinen Blitz. Also gibt es keinen Blitz 70 AOE, okay. Und Windfield ist wahrscheinlich eine bessere AOE als...
Ah ne, Moment mal, das ist ein elektrischer Sturm, lol. My bad, habe ich gar nicht gesehen. Sandsturm, brennende Meteorbrocken und elektrischer Sturm, lol, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, sonst flamet ihr mich wieder alle, dass ich keine Ahnung habe. Oder nicht lesen kann, eins von beiden. Ja gut. Naja, dann ist Windfeeder. Achso, deswegen benutzt jeder Windfeed. Ah ja, weil es die einzige Windaui ist. Also ja, ich meine, ich wüsste jetzt, mir wäre jetzt nur nicht eingefallen, dass jemand anders. Junge. Dass jemals jemand anders irgendeinen Wind-Skill benutzt hat, der nicht Windfeed war. So, schwieriger Satz schon wieder. Ja, der Fehler war halt, Burning Feed zu skillen, weil ich finde den Skill so ultra scheiße. Genauso wie Poison Cloud mit dem Cooldown ist auch richtig beschissen. Ja, also eventuell werde ich Rescue einsetzen und dann Poison Cloud, Stone Spear dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Skillen und Burning Feed und Poison Cloud eben auch nicht und dann müsste man eigentlich genug haben. Ja, weil diese Skills hier sind schon wichtig, diese Level 70er, diese Verstärkungsskills, denke ich mal. Also ich weiß nicht, wie viel Unterschied es machen wird, erhöht Angriffsstärke. Weiß ich auch gar nicht, ob das in Prozent ist oder ob dann halt einfach Wasserangriffskraft plus 50 oder so, keine Ahnung, das wird man dann sehen. Sind dann noch zwei Level? Schaffen wir vielleicht sogar morgen. Ja, könnte sein, dass wir es schaffen. Ein Level 50% ist jetzt eigentlich nicht so viel. Kommt es mir so vor, der dauert irgendwie 100 Jahre. Wie Schaden machen wir denn? 3000? Ah, weil ich keine Skills... warum habe ich keine Skills mehr? Hä? Hä? Hä, wie lange halten die denn? Hä? Hä, die halten 9 Minuten. Wie können die schon abgelaufen sein? What the fuck? Strange thing. Naja gut, wir machen aber auch nur 300 mehr. Macht tatsächlich mal einen Unterschied. Ja, zumindest einen kleinen. Der eine Driller ist jetzt sogar durch den Electric Shock gestorben. Und der stirbt jetzt hoffentlich auch. Zack, da ist er down. Pet geht raus. Und, ah, wir brauchen noch einen Skill. Schade, jetzt ist es down. Und, ach Mist! Jetzt habe ich mir den Skills vergessen. Bitter. Mann, überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Scheiße. Naja, egal. Hätte wahrscheinlich nichts gedroppt. G-Waffen sind relativ selten geworden. Also die droppt man halt häufiger bei normalen Mobs als bei Giants. Naja, natürlich nicht. Aber ja, wenn man nur ein, zwei Giants killt, dann ist die Chance auf eine G-Waffe gefühlt echt ziemlich gering. Nicht so wie Angels. Angels und AG-Waffen, wie heftig die bei Mobs droppen. Also langsam habe ich auch das Gefühl, dass die Droprate nochmal erhöht haben von den Waffen. Irgendwann mal geheim. Weil... selbst als es wieder kam, also es war ja ganz früher, war es schon mal, dann haben sie es wieder rausgenommen, dann haben sie es wieder reingetan, dass man Waffen bei G-Waffen und so bei Monstern droppen kann. Und, aber am Anfang, als es wieder ging, oder nee, im Moment, es ging immer, oder? Nee, das haben sie nie weggenommen. Nee, es ging immer, glaube ich. Ja, stimmt, es ging immer, glaube ich, weil ich habe vor 4 Jahren oder so mit meinem Knight auch schon mal Angels-Waffen gedroppt. Oder vielleicht ging es ganz, ganz früher nicht, aber auf jeden Fall ging es schon sehr, sehr lange. Und, für Elaine, wo steht die? Ist das die andere, die da im Berg steht? Ja, komm, dann gehen wir auch noch zu der. Solange jetzt keine neue Kampfmission mehr kommt, machen wir noch, dann sind wir fertig. Haben wir die 50% auf jeden Fall gut vorbereitet für den Stream. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir es für heute. Also mit den Waffen, ja, lol. Alles klar. Die Droprate ist so oder so gering, außer man ist eben in den höheren Bereichen. Ist aber auch was Komisches. Ist euch mal aufgefallen, wie sich hier die Landschaft, ist mir vorhin schon aufgefallen, warte mal, lass uns nochmal auf den Baum dazu fliegen. Da jetzt schon wieder. Kommt mir das so vor, oder sieht das mega strange aus, wenn ich dann in... da, die Schatten, wie die sich verändern, Alter. What the fuck? Achso, das ist vielleicht, ist das wegen den Umgebungseffekten, weil ich die hier aus hab? Kann das sein? Eigentlich nicht. Also weil ich das mitbekommen habe, verändert das, also du siehst einfach nur keine Skill-Animation mehr. Und leuchten tust du, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Oder leuchtet man noch? Nee, leuchten tut man noch. Dann sieht man nur keine Skills, weil hier diese Rauchschwaden aus diesen, weiß ich nicht, was das sein soll, Kanalschächten, keine Ahnung. Die siehst du ja auch noch, also keine Ahnung, es kann damit eigentlich nichts wirklich zu tun. 20 Elder Guards muss man töten, what the fuck? Wow, crazy. Aus irgendeinem Grund geht meine Kutas die ganze Zeit los. Alles klar. Na egal, das machen wir aber auf jeden Fall erst beim nächsten Mal oder im Stream morgen. Vielleicht questen wir auch ein bisschen im Stream morgen. Mal schauen. Sehen wir, worauf wir Bock haben. Oh, nice. Scroll of Awakening Box. Ah, nicht schlecht. Gar nicht gesehen. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, macht's gut, haut rein. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.